Ah, Langbogen. Ich, der hab einen Langbogenschützen ausbildet. Okay. Macht nächste Boss da erstmal weiter. Jetzt, Builds and Repairs 3 times as fast. Weg mit dir. Überlass das doch mal hier dem Profi. Viel Platz haben wir hier übrigens nicht mehr, meine lieben Leute, denn 80 von 81. Ich kann jetzt kaum noch jemanden töten, aber wie gesagt, wir können jetzt hier einfach dann ein bisschen fast vorwärts spielen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch machen. Schauen wir doch mal. Vielleicht können wir das Ganze hier in dieser Folge tatsächlich zu Ende bringen. Wäre eigentlich tatsächlich etwas, was mich durchaus interessieren würde. Jetzt mal das Spiel hier zackig zu Ende zu bringen. Mal schauen, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dafür verteilen wir jetzt hier einfach nur weitere Tränke. Da haben wir ja wirklich mehr als genügend. Da können wir hier die Ritter auch mal so ein bisschen powern. Ich meine, wer soll die Tränke denn sonst bekommen, ne? Der Heiler kriegt auch gern was. Warum? Ganz einfach, weil es der Heiler ist. Und nächster Erfolg, Still Alive Day 10. Also auch hier wieder einen weiteren Erfolg freigeschaltet. Sehr schön, ich liebe das. Erfolge freizuschalten, das ist immer ganz, ganz toll. Vor allen Dingen, wenn man eine riesige Palette an Spielen in seiner Steam-Bibliothek hat. Ah, der nächste, der umfährt. Ah, perfekt. Aber die Barrieren, die halten da wirklich sehr gut. Wie geht's denn diesen Barrieren hier? Ja, die sind schon weg. Eigentlich klar, dass die schon weg sind. Jetzt haben wir hier oben noch ganz, ganz viele Plus-Armor-Dinger. Schade, dass wir die nicht auch irgendwie verkaufen können, handeln können oder sonst irgendwie. Oh, kommt auch wieder weg mit der Nahrung. Das geht jetzt gar nicht mehr vorwärts, eigentlich so richtig. Wir sind jetzt so bei 430 immer noch unterwegs. Gut, wir haben natürlich auch wieder ein bisschen was ausgebildet. Dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Die Ritter oder der Ritter. Und hier nach vorne der Musketier hier. Der kommt wieder dann darauf. Aber die haben eigentlich auch eine krasse Reichweite. Ne? Die Musketiere, die schießen ungefähr bis hier zu dieser Fackel. Ab da können sie alles abschießen. Und sind damit ehrlich gesagt auch sehr, sehr erfolgreich. Ne? Was sie da hier alles kaputt machen. Geil. Kommt hier auch ein Zombie in dem anderen. Da haben wir noch ein bisschen Gold. Das könnt ihr gerne auch noch hier abarbeiten im Untergrund. Da haben wir doch noch mal ein bisschen was. Auch wenn wir das wirklich nicht mehr brauchen. Wir sind eigentlich jetzt wirklich durch und bedient hier. Plus eins meine Gold. Jetzt lasst mich nur mal schauen. Geht hier um eine Farm? Tatsächlich würden wir hier um eine Farm hinbringen. Komm, bauen wir da eine Farm hin. Wäre geil, dann können wir nämlich einfach nochmal ein bisschen was austauschen im Untergrund. Wobei ich jetzt glaube, dass die Soldaten jetzt nicht unbedingt mehr Nahrung verbrauchen. Ich glaube, der Verbrauch ist ungefähr gleich bei der Geschichte. A new villager has arrived. Ja, sehr schön. Auf Wiedersehen. Dich brauche ich leider nicht mehr. Da bitte machen wir die Farm ganz kurz. Ja, und dann sieht es so aus, als hätten wir auch diese Nacht schon längst wieder überlebt. Das ist ja hier der Wahnsinn, wie gut das hier funktioniert. Wir sammeln mal so ein bisschen was auf. Da liegt ja einfach wieder einiges an Trinken herum. Ein paar wenige, das ist ja hier immer gut. Jeder Soldat kann hier oder einfach jede Person kann mit maximal 3 Tränken bestückt werden. Ah, kriegst du ein. Ach, ihr seid schon alle voll? Wahnsinn. Was? More Damage hier, da, das kriegt auch noch einer von euch. Perfekt. Du stellst dich mal da hinten rein, dann. Fällt mir jetzt schwer, das zu sagen. Aber ich glaube, wir haben hier so ziemlich alles geschafft. Jetzt machen wir mal was. Ah, wir können noch nicht fast forwarden. Das geht nicht. Da ist noch ein X dran.
Also ein bisschen warten müssen wir dann schon. Wir können also nicht zack, 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 zack machen. Nein, wir müssen scheinbar immer ein bisschen warten, bis dann die Nacht auch wirklich aktiv vorbei ist. Am Ende der Nacht passiert ja meistens immer was, wie jetzt zum Beispiel hier der Sludge Pool ist exploding or opening. Ich weiß nicht mal, wie die das genau genannt haben. Also einfach, dass es hier aufgeht. Der nächste. Ach, ich brauche Soldaten. Ich brauche Soldaten und niemanden, der nicht laufen kann. Ah, der nächste ist auch gleich da. Das ging aber schnell. Catherine Plate Gold. Musste leider gehen. Hier, bitte Gold abarbeiten. Boah, die Bäume, die sind auch gleich schon wieder weg. 1700 Bäume haben wir hier. Auch eine ordentliche Zahl. Ja, und dann bauen wir doch hier bitte einfach mal wieder ein paar Spikes hin. So, hier, also da die zwei Spikes, dann bauen wir hier einfach auf der Strecke auch nochmal einige Spikes auf, weil je mehr die aufgehalten werden, umso besser für mich, weil die Langbogenschützen dann einfach ein bisschen mehr Zeit haben, drauf zu holzen. Ja, und wir sehen, die Nahrung, das geht schon ein bisschen nach unten. Langsam, aber sicher wird es weniger. Autosave. Vorsprung können wir noch nicht. Wir haben hier noch einen, der hat plus 1 Farming. Der darf jetzt hier einfach mal oben an der Farm weitermachen. Ja, und dann können wir uns auch tatsächlich so ein bisschen überlegen, jetzt hier die ganzen Bergarbeiter oder Erzarbeiter, dass wir die jetzt hier auch einfach mal alle so ein bisschen außer Gefecht setzen. Das wäre jetzt hier eigentlich so das nächste. Hier das Lichtlein brennt immer noch. Bin mal gespannt. Irgendwas muss mit diesem Schloss passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass für einen der nächsten Bosse da was passieren muss. Wir haben jetzt Tag 10. Also am Ende von Tag 10 müsste eigentlich, also hoffe ich zumindest, dass der nächste Boss kommt. Ich vergesse immer, dass wir. Aha. Ach, da ist der hin. Okay, ich habe ihn doch nicht getötet. Ich habe ihn doch nicht getötet. Er hat sich hier einfach nur versteckt, der gute Mann. Oder die gute Frau. Polly Lovefoot. Frau. Okay, die gute Frau hat sich einfach da versteckt. Okay. Sehr nett von ihr, sich da zu verstecken, aber das hat jetzt doch eigentlich mehr Unkosten verursacht. Finde ich nicht so toll. So, jetzt bauen wir hier wieder so ein bisschen was hin. 1, 2, 3, 4. Einfach ganz, ganz viele Spikes, weil wir es können. Das Schöne ist natürlich, wenn wir das hier einfach vorspulen, das Ganze, dann umgehen wir die Zombie-Horde, umgehen wir die Mogwai. Weil ich meine, was sollen wir denn sonst machen? Warum sollten wir jetzt hier immer ewig warten, dass was passiert? Wir können ja nicht mehr wirklich viel machen. Ich werde jetzt hier einfach nur die Barrieren hier aufrüsten. Ich glaube aber, dass die Langbogenschützen nicht bis hier vorne schießen. Das müsste ich mir jetzt tatsächlich nochmal anschauen. Und jetzt können wir nach vorne spulen. Sollen wir das machen? Ich hätte eigentlich schon Bock drauf. Wir machen's. Komm, wir machen's. Wir spulen einmal nach vorne. Jetzt bin ich mal gespannt. Tag 10, Stunde 10, Stunde 20. Plus 1 Farming, dich brauche ich nicht. Plus 2 Armor brauche ich auch nicht. Und jetzt hier bitte unbedingt, wir brauchen jemanden, der hier an der Farm arbeitet. Die Nahrung geht leider nach unten. Hier wieder plus 1 Farming. Jetzt kriegen wir das hier ganz, ganz viel. Iron Deposit ist auch wieder aufgebraucht. Aber du rennst hier gleich zum nächsten. Sehr schön. Sehr vorbildlich. So, jetzt schauen wir mal. Bin mal gespannt. Warte mal. Komm mal her. Ich würde hier ganz gerne auch eine Fackel hinstellen. Dann wissen die einfach, was abgeht. Hier vorne beim Schloss. Ich finde es sowieso ein bisschen schade, dass beim Schloss hier keine Fackeln sind. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Ugand. Info. Boss. The King of Giants has risen from the dead. Der König der Giganten ist aufgestanden. Ich bin mal gespannt, was der König der Giganten so drauf hat. Also. Mergel kam hier aus dem Schlammpool, der König der Giganten jetzt direkt aus dem Schloss, ohne dass da jetzt hier groß was passiert ist. Oder vielleicht ist ja doch was passiert und wir haben dieses Event einfach nur übersprungen. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen schade, wenn dem wirklich so wäre. Bin ich nur mal gespannt. Jetzt können wir wirklich mal nochmal gucken, ab wann die ersten Langbogenschützen
Schießen. Dann können wir das nämlich auch mal markieren, so ein bisschen. Ich meine, irgendwann hat man da ja eh so den Dreh raus. Ich finde das hier echt cool. Was ist da denn drin? Dass da an dieser Stelle Nebel ist. Wir können ja hier leider keine Mine hinbauen. Dummerweise, das wäre jetzt halt auch noch schön. So, bis jetzt passiert da noch nichts, aber er ist ja auch noch nicht an den Barrikaden dran. Ah, übrigens, du kannst das hier mal rasch noch reparieren, so nebenbei. Also er wäre jetzt fast an den Barrikaden dran, ne? Aber ich glaube, die schießen halt wirklich erst ab da. Warte mal, das kannst du auch reparieren. Ja, okay, also die Barrikaden halten den nicht wirklich auf und viel Schaden machen die da jetzt auch nicht. Der Ma Okay, das war vollkommen umsonst, die aufzubauen. Na, wann würdet ihr denn gerne. Jetzt! Ja, okay, tatsächlich. Also erst beim Schleimpool fangen die hier an, das Schießen. Na gut. Die Frage ist jetzt nur, wie effektiv? Wie viel Leben hast du denn? Du hast theoretisch 4000 Leben. Okay, wow, du hast eine ganze Menge Leben, aber immerhin, du brennst schon mal. Da geht ein bisschen Leben weg hier. Ich glaube, das ist eine 2. Leider sind die nicht sehr treffsicher. Ich will schon, dass der da vorne ist und nicht da hinten. Ja, da sind die Langbogenschützen tatsächlich nicht sehr effektiv. Ich glaube, es wäre in dem Fall praktischer, die weiter hinter hinzustellen. Aber wir haben ja noch unsere Musketiere. So, ich glaube, der Heiler geht mal zurück. Der Heiler auch. Das geht so nicht gut aus. Und jetzt hier die Ritter. Ihr müsst angreifen, das geht nicht anders. Oh, das tut dir richtig weh. Eieiei. Oh, der haut ja hier die Ritter um. Das gibt's ja nicht. Eieiei. Aber der andere Giant. Hey. Okay, gut für mich. Er checkt leider nicht, dass sie auf der anderen Seite sind. Oh, das hat richtig, richtig weh getan. Da haben wir jetzt hier richtig viele verloren. So um die neun Ritter haben wir da verloren. Aber ist gut für mich, wie gesagt. Wie gesagt, weil die Musketiere, die hauen jetzt da einfach drauf. Der ist jetzt einfach doof, ne? Ja gut, er ist auch von den Toten auferstanden. Da darf man jetzt natürlich auch nicht zu viel erwarten. Aber die hauen da schon ganz schön rein, die Ritter, ne? Ich glaube, das sind die Ritter hier mit den 15 Schaden und so weiter. Ja. Stay Dead 1-2. Also, nächster Erfolg freigeschaltet, weil wir ihn platt gemacht haben. Und wir haben einen Legendary Villager bekommen. Wow. Adam Tinkau, Legendary Perhaps a Demigod. 300%. Mehr Lebenspunkte. Geil. Das ist natürlich ein richtig geiler Ritter. Und das ist natürlich echt übel, dass wir jetzt da tatsächlich so viele Ritter verloren haben. Die Damage-Kollegen, die haue ich jetzt hier auch mal weg, weil die brauchen wir jetzt hier, glaube ich, erstmal nicht. Wir bräuchten jetzt erstmal wieder Ritter. Das heißt, wir brauchen viele mit Lebenspunkten. Wo willst du hin? Du stirbst hier natürlich plus 1, wenn Mining. Oh oh. Oh nein, sag bitte nicht, dass. Ich habe bitte nicht, dass mir das jetzt passiert ist. Achso, nein. Puh. Eine Ausbildung. Boah, ich habe jetzt gerade gedacht, ich habe jetzt hier den Legendary Villager ausgenockt. Das war ein bisschen arg heftig gewesen. Adam Tinker ist now a knight. Perfekt. Jetzt haben wir hier einen richtig geilen Ritter. 300 Lebenspunkte. Und das ohne Trinkets. Also das kann man auch nochmal richtig pushen. Oh Mist, das hat hier richtig, richtig weh getan. Wahnsinn. Das tut echt weh jetzt, dass wir da so viele Ritter verloren haben.
Aber immerhin wissen wir jetzt, was da auf uns zugekommen ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, was den letzten Boss angeht. Wenn der jetzt hier schon so, sag ich mal, so krass war, wie soll denn der Endboss sein? Also das hat ja wirklich wehgetan. Ich habe die Befürchtung, der Endboss ist nicht ganz so dumm wie jetzt der an der Giant gerade. Also der Giant King. Das könnte ganz schön in die Hose gehen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal nicht vorspulen. Wir haben eine Gap von 11 Villagers. Die müssen wir jetzt erstmal wieder hier zusammenkriegen. Ich hoffe, dass da jetzt auch mal wieder qualifiziertes Personal kommt. Wir kriegen ganz, ganz wenige mit Lebenspunkte. Wir könnten natürlich auch die Armor nehmen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, dass wir das probieren. Aber eigentlich würde ich schon ganz, ganz gerne bei den Lebenspunkten bleiben wollen. Ah ja, das tat hier wirklich richtig weh. Das hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen der erste Boss, also Merge. Merge war ja nicht so kompliziert, ne? Die hat ja kaum was gemacht, aber der hier war jetzt schon richtig fies. So, Trader ist unterwegs. Sehr schön, können wir nämlich gerne mal so ein bisschen magische Baumsamen kaufen. Puh, Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wie es hier weitergeht. Weißt du, die hier ganz entspannt und gechillt hier. Plus 1 auf Farming. Da haben wir ganz viel mit plus 1 Farming. Da haben wir schon lange keinen mehr bekommen mit plus 2. Wie gesagt, generell waren wir jetzt in letzter Zeit nicht sehr vom Glück gekrönt, was die Villagers anging. Wir haben sehr, sehr viele eigentlich ausgeschaltet. Es war eigentlich keiner mit Damage da. Es war keiner mit Lebenspunkten da. Es waren viele da, die einfach low waren oder fast oder mehr konsumiert haben als die anderen. All die Villagers, die ich normalerweise eigentlich nicht brauche. Auch hier Baumeister-Anwärter, da haben wir auch immer wieder einige bekommen. Ist zwar ganz nett, dass die hier für mich arbeiten wollen, aber es bringt mir halt leider gar nichts. Bisschen schade. So, hier nochmal ein schöner Baum. Ah, kann man sogar ein bisschen das Spiel austricksen. Indem man die hier schnell genug platziert, dann wachsen da einfach mehrere Bäume ineinander. Das ist ja auch praktisch. Also, hau rein, mein Guter. Sorgt dafür, dass ich noch mehr Holz bekomme. Ja, wir haben einen neuen Ritter. Sehr schön. Wir verkaufen hier auch einfach mal ein bisschen. Es bringt mir halt ehrlich gesagt gar nichts, das noch zu verkaufen im Moment. Ja, Armor bringt mir jetzt hier auch nicht. Shit. Ich muss echt überlegen, was ich hier vorne mache, weil das gefällt mir natürlich nicht ganz so gut. Wir hätten da Schaden bekommen. Ist es der Turm? Ja, der Turm. Der Turm hat was abbekommen. Oh, okay. Ah, wahrscheinlich die Fledermäuse, die dem Turm so ein bisschen zugesetzt haben. Und dich brauche ich auch nicht. Ja, Nahrung geht natürlich auch wieder jetzt nach oben. Wir können jetzt hier Folgendes machen, damit ihr so ein bisschen beschäftigt seid. Geht doch mal in den Untergrund und macht hier einfach mal so ein bisschen was platt. Dann habt ihr noch was zu tun gehabt. The Trader leaves in 30 seconds. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. So ganz durchgerusht sind wir jetzt dann doch nicht, weil wir A, natürlich so zeitliche Beschränkungen haben, dass wir nicht einfach zack, zack, zack machen können. Und natürlich haben wir jetzt hier auch eine ganze Menge Ritter eingebüßt. Das würde ich auch ganz gerne vorher erstmal wieder aufstocken. Nicht für die Wellen dazwischen, sondern einfach auch für den nächsten Boss. Würde ich doch gerne ein bisschen vorbereitet sein. Vor allen Dingen aber weiß ich jetzt auch gar nicht, was demnächst noch auf mich zukommt. Ja, ich lasse mich überraschen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe vor allen Dingen auch, dass ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge Grim Knights, und dann sind wir eigentlich, glaube ich, schon fast am Boss dran. Also eins, zwei Folgen noch, dann haben wir den Endboss vor uns stehen und dann offenbart sich die Wahrheit, ob wir hier
Hai rauskommen oder ob wir untergehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es dann soweit ist. Und ja, ich wünsche euch einfach noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.